Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2. Zum ersten Mal bin ich in einer Situation. Im gesamten Kingdom Hearts 2 LP ist es jetzt das erste Mal vorgekommen, dass ich tatsächlich aufnehmen muss, weil ich keinen Vorrat an Folgen mehr habe. Wow, unglaublich. Ich hatte ja einen Vorrat von 30 Folgen und... Aber das Ganze hat mir ja gehörig mein Webcam-Mikro versaut, nicht wahr, Goofy? Ha? Huh? Egal, wir machen weiter. Wir müssen in die Wunderhöhle und das heißt dem Sturm entgegen. Da wären wir! Den Ort kennt ihr schon aus Recoded. Dort, wo Sora den Recoded sein Schlüsselschwert verloren hat. Au! Bams. Bams. So. Ach, diese scheiß Herzlosen. Immer dieses scheiß Agro-Bar. Warum heißt es so? Das macht einen einfach nur Agro. Agro-Bar, Agro-Bar, Agro, 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 Agro-Bar. Yippie, wenn wir die Wunderhöhle abgeschlossen haben, kann ich endlich meine Form leveln. Dann erhalte ich eine super neue Ability. Und die ist wirklich super. Und sterb! So, ich finde es ja jetzt auch geil, dass ich Final Mix Inhalte in meinem Kingdom Hearts 2 LPs dazuschneiden kann. Das werde ich auch gehörig machen. Zum Beispiel, nachdem wir Hollow Bastion durch haben, beziehungsweise in Hollow Bastion. Nein, sogar noch davor, glaube ich. Ja, davor dürfte es schon Final Mix Inhalt geben, was ich dazu schneiden werde. Spätestens in unserem nächsten Aufenthalt in Hollow Bastion. Also seid gespannt. Tal der Steine. Steine! Und geometrische Formen, die am Himmel fliegen. Eigentlich nur Stangen. Ich weiß eine Stelle, wo ich auch noch ganz gut Drive leveln kann. Oh ja. Eine Originalaufnahme, das heißt die verkackte Aufnahme mit Webcam-Mikro-Audio, habe ich jetzt tatsächlich nicht gemacht. Weil ich habe meinen Drive aus Versehen vorher eingesetzt. Nicht aus Versehen, sondern weil ich dachte, dass diese Stelle kommt nicht. Diese Stelle kommt erst ein zweites Mal, Agrobar, aber das kommt sie nicht. Ich weiß, dass es sie jetzt hier gibt und dort sind es tausende, ja, perfekte Opfer für die Waisenformen. Vor allen Dingen mit dem einen speziellen Zauber. Das war ein komischer Musikabtausch. So, natürlich werden wir uns das nicht nehmen lassen, auch die Truhen allein zu sammeln. Das sah nach einem komischen Sprung aus. Komische Sprache kommt noch dazu. Und ein komischer Eisklotz. Wieso Eis eigentlich? Ist da ein Eisklotz? Oh. Du, stimmt. Die verschießen die Eisklötze. Auch Magie spare ich mir lieber noch auf. Hier kommen da noch mehr. Das war auch zu erwarten. Ich bin total aus dem Takt der Musik. Achtet nicht darauf, es ist keine asynchrone Audioaufnahme. Ich kann den Takt der Musik einfach nicht, weil ich agro bin, weil es agrobar ist. Irgendwie gefällt mir diese Welt einfach nicht. Ui! Aufhören! Ebelitamin! So, dank dem virtuosen Ring aus dem letzten Part kann ich ja meine Ability-Punkte ziemlich gut aufstocken. Das ist ja genial gewesen. Und das nächste Ebelitamin setze ich dann natürlich auch schon gleich ein. Dem Sora. So, und weiter geht's. Metal, Metal, Schnetzel, Fettel. Ist das wirklich schwer? Also Profi? Kann ich jetzt gerade nicht nachgucken. Das kommt mir sowas von ganz und gar nicht Profi vor. Schon wieder. Konfiguration. Profi. Es ist... Wieso kommt mir das nicht so vor? Oh ja, da könnte es mir schon eher so vorkommen. Okay, jetzt lasse ich Magie mal wirken. Ich glaube, ich treffe beide, oder?
Ich habe beide getroffen. Perfekt. Also irgendwie habe ich lediglich das X- und Y-Kreisknopf verwechselt. Also das typische Final Mix-Schlagen-Angriffs-Ding. Weil ich ein bisschen Final Mix gezockt habe. Ich bereite die Speicherdateien vor für die Szenen, die ich dazu schneide, müsst ihr wissen. Eine nützliche Beschäftigung, wenn man Langeweile hat. Bams! Und Toad! Er ist tot, er ist tot! Sammel deine Organe vom Boden auf und labe dich an irgendwelchen, was da innen drin ist, was keinen Sinn ergibt. Total falsche Sprache. Ich mach erstmal das Affenspiel. Ein Edelstein schwebt in der Luft. Es sieht so aus, als könnte man etwas in den Sockel hineinstecken. Wie wär's mit dem Edelstein? Ich hasse den Affen. Ich hasse generell Affen. Ha, tötet den Affen die Eisblöcke. So. Konnte ich das gerade wirklich angreifen? Hauptsache er überlebt. Das war ja leicht. Und dafür haben wir jetzt alle HP plus. Ist ja geil. Und Donald hat Donald Eis erlernt. Oh je, das war jetzt der leichteste Minispiel der Welt. Und ich gönne mir jetzt erstmal ein bisschen Limonade. Ganz einfach, um meine Stimme wieder ein bisschen in Schwung zu bringen. Yippie, es ist tot, es ist tot. So, hier haben wir jetzt einen Speicherpunkt. In der Tat. So, wir gehen aber weiter runter den Abgrund hier entgegen. Entgegen ist geil. Ich verlerne die deutsche Sprache. Ist ja auch mal ein Ding. So, hier habe ich damals den Drive eingesetzt, um der Hoffnung, ihn hier gut leveln zu können. Tatsache ist aber, muss es ein bisschen, aber wirklich muss ein klein bisschen später machen. So, Aufgabe. Besiege alle Gegner. Und sobald man die Gegner besiegt hat, innerhalb der gesetzten Zeit, versteht sich, setzt sich die Plattform immer weiter nach unten, beziehungsweise löst sich auf, sodass ich weiter nach unten geschleudert werde. Was dann zur Folge hat, dass ich gegen die nächsten Gegner kämpfen kann. Und das geht dann so lange, bis ich unten angekommen bin. Klar soweit? Dann hat das hier als Demonstration genügt, wenn es nicht klar war. So. So, der eine ist gegen Feuer immun, ist ja klar. So. Ach ja, der. Auf der nächsten Plattform kommen, glaube ich, drei davon. Da merkt man dann schon eher was vom Schwierigkeitsgrad. Ach. Ich heb mir meine Magie auch noch dafür auf. Die Plattformen setzen sich auch früher runter. Drück jetzt Dreieck. Gott. Ah. Je mehr ich jetzt nicht töte, desto mehr nehme ich mit in die nächsten Plattformen. Oh Gott, es läuft nicht gut. Ich hasse diese Gegner. Genauso wie Affen. Alles unnötige Dinge. Ist hier noch einer. Ist ja nicht so, dass jetzt gleich schon drei kämen. Jetzt ist auch noch ein vierter dabei. So, oder? Die kommen doch gleich. Vielen Dank jedenfalls fürs immer am Dreieck-Kommando hindern. Ihr seid wirklich produktiv. Alter, ich komme nicht direkt hinter denen. Es ist gerade zum Haare raufen. So, geht doch. Kamen keine drei. Merkwürdig. Meine Erinnerung trügt mich doch manchmal.
So, einfach weitergehen, einfach weitergehen. Warum ist Jago schon hier? So, mit dem weißen Ding hinter uns. Hinter unserem kurzer Auszeig Wunderhöhlenkarten, Junge. Das hier, damit können wir wieder nach oben. Weil wir können ja unmöglich da hoch. Ne? Außer mit dem Ding. So. Dann kann man hier noch wieder abspeichern. Hat einen Able Determine. Item. Tour. Able Determine. So, und Donald darf mal sein Donald Eis überprüfen. Und ausrüsten. Und Sora hat 3 Punkte übrig für Feuerboost. Weil ich werde gleich Feuer einsetzen. Und Bezwinger der Tests, du besitzt Stärke. Jetzt kommen wir weiter. Yippee! Ja, wie wär's mit vorbeikommen? Ich will immer so mit Viereck nach vorne rushen, aber das ist genau die Fähigkeit, wegen der ich jetzt den Drive leveln will. Damit ich die bekomme. Weil ich ja so viel Final Mix spiele und dort habe ich die Fähigkeit eben schon. Dieses nach vorn sprinten. Gut, das da müsste reichen. Sieht echt wertvoll aus. Prima, dann holen wir uns jetzt die Lampe. Jafar muss eingesperrt bleiben, sonst ist das Ende von Agrabah. Hey, beherrsch dich, Donald! Da kommt es, das ist mein Drive-Level-Positionsding, was ich erwähnte. Und da sind diese Viecher allesamt, die sehen wir dann. Und die Pech magisch anzieht! Gott verdammt! Nee, du Gott verdammt, ey. Und das machen wir im nächsten Part. Bis dahin! Ciao!